Ja, Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir und yes. Heute wollte ich euch mal mein Spiel zeigen, also mein Horrorspiel, seitdem ich jetzt auch schon seit 4 Tagen dran arbeite. Also heute ist der vierte Tag. Ich habe heute auch schon ein bisschen was gemacht. Und ja, ich zeige euch das erstmal, dann erkläre ich, dann sage ich auch was dazu. Öffnen erstmal hier. Wenn man das Spiel startet, bekommt man ein Splash-Screen. UHard Game Studios, das ist dann die Firma. Und dann kommt man zu diesem Main Screen. Hat hier 4 Buttons: Singleplayer, Multiplayer Options, Quit. Hier den Nightmare Forest und einmal mein Vor- und Nachname. Ich mute aber erstmal die Audio. Hier sieht man auch hinten, ist gerade also unser Horror-Charakter gelaufen. Ich zeige euch das einmal nochmal. Also hier ist unser Main-Charakter gleich. Hier ist unser Main-Charakter. Ja, also das Prinzip, ich pausiere einmal kurz. So, ich pausiere einmal kurz. Das Prinzip einfach jetzt beim Main-Menü ist, dass unser Main, also er ist im Wald. Also die Story werde ich jetzt nicht sagen, aber jetzt vom Main-Menü. Er ist gerade hier, also er steht da, er bemerkt Schritte im Hintergrund, guckt sich einmal um. Also er bemerkt Schritte, guckt einmal, ist nichts. Sie kommt von hier, also sie kommt, er bemerkt noch Schritte, sie läuft und er guckt einmal nach hinten. Und dann denkt er sich, okay, habe ich gerade was gehört? Dann dachte er sich, nee, ich habe doch nichts gehört und guckt dann wieder normal, steht da wieder rum. Also ein ganz simples Prinzip. Hat man hier einen Singleplayer-Button, Multiplayer, Options, Quit. Quit geht natürlich, aber wir können hier jetzt nicht quitten, weil wir nicht im Spiel richtig sind, sondern hier noch in der Engine. Einmal Options, Options, Background, Music, Volume. Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Dann gibt es einmal Multiplayer. Hier habe ich auch kaum was gemacht. Dann gibt es auch Singleplayer. Also Singleplayer, Multiplayer habe ich noch gar nichts gemacht. Ich habe jetzt wirklich, also jetzt 3 Tage lang mit heute dran gesessen, wirklich für das Main-Menü. Ich programmiere also mit Unity, also ich habe die Engine seit auch 4 Tagen erst. Also ich lerne auch wirklich immer was dazu hier in der Engine, weil ich bin ja also ich habe ja Java immer in Java programmiert und auch ein paar Spiele in C Sharp, aber das waren einfach so richtig simple, easy Spiele. Ja, ich bin von C Sharp dann auf Unity umgeswitcht, sage ich mal so. Und ja, die Background-Musik finde ich auch eigentlich ganz nice. Also auch, man muss dazu sagen, dass die Sounds alle, ja, also beziehungsweise die Sounds und so, sage ich mal, free im Internet waren. Aber ich werde aus free Sachen versuchen, beispielsweise jetzt free zum Beispiel hier eine Schriftart. In The Nightmare Forest wird auch das Spiel heißen. Zum Beispiel hier die Schriftart ist auch von davon.com, da kann man kostenlose Schriftarten für sein Game benutzen. Und ja, also ich habe noch kaum was, ja, wenn man das so sagen kann. Also wer auf jeden Fall mit hier beim Game helfen will, das wird auf jeden Fall meiner Meinung nach ein sehr nices Game mit einer guten Qualität. Hier sehen wir auch, die schleicht sich gerade ran. So. Schleicht sich ran, kommt und dann rennt die. Also das ist die Animation. Ich mute mal einmal hier wieder die Audio, beziehungsweise ich pausiere einmal. Und ja, gehen wir mal wieder hier zu unserem Main-Menü. Ja, also das ist bis jetzt das Spiel. Beziehungsweise das Main-Menü. Ich habe ja bis jetzt nur das Main-Menü gemacht. Und ja, also ich kenne mich in Unity noch nicht so gut aus. Also ich lerne auch immer was dazu. Ich gucke auch immer Tutorials, um mich weiterzuentwickeln. Also was ich mit diesem Video sagen will, ist einfach, dass ich jetzt zu Unity umgeswitcht bin, sage ich mal so. Und dann meine eigenen Games machen werde in Unity. Und ja, ihr könnt auch sehr gerne eure Meinung da lassen. Aber wenn einer von euch sich gut mit Unity auskennt, der kann mich sehr gerne auf Discord adden oder allgemein auf meinen Discord-Server joinen. Und der kann mir sehr, sehr gerne dabei helfen oder der kann mir beim Design helfen, beim grafischen Design, bei den Animationen. Einfach allgemein oder wer auch entwickeln kann. Der wird natürlich auch, es wird natürlich bei den Credits hingeschrieben, natürlich, also wer alles mit dem Game gearbeitet, also wer alles mitgewirkt hat. Zurzeit bin ich das nur mit meinem Bruder. Also mein Bruder ist derjenige, der die ganze Story plant, also Story. Schreiber, also Story Writer, sag ich mal so, und sozusagen alles sagt so, was muss dahin, was muss dahin, also einfach so der Konzeptplaner, also wie man das in Minecraft kennen sagen würde als Content.
Ja, also ich suche auch auf jeden Fall ein Team. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch sehr gerne melden. Wird natürlich auch hingeschrieben, dass ihr beim Game mitgearbeitet habt. Ich werde das Game versuchen, noch weiter erstmal zu entwickeln. Ja, schauen wir hier noch einmal. Ja. So. Sagen wir, ich mute die Audio einmal. So, also ihr könnt auch sehr gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ja. Also das ist erstmal jetzt das Game, woran ich jetzt schon seit 3 Tagen arbeite. Wie schon noch gesagt, nochmal jetzt heute mit dem 4. Tag. Beziehungsweise, ja. Ja, ihr könnt sehr gerne eure Meinung schreiben. Wie findet ihr das? Was könnte man verbessern? Allgemein, wie findet ihr, dass ich schon 4 Tage bei Unity bin und das schon geschafft habe, weil andere würden hier klein anfangen und ich fange schon direkt so groß an, was eigentlich, ja, weiß ich nicht. Jeder hat seine eigene Meinung, aber meine Meinung ist es so, wenn man groß anfängt, also von groß anfängt, dann hat man das, ja, ist es natürlich am Anfang schwieriger, aber dafür lernt man das schwieriger, aber dafür sage ich mal besser. Also das ist meine persönliche Meinung. Jeder ist anders, jeder, ist anders, sage ich mal so. Jeder lernt anders, aber so ist es bei mir halt. Aber ja, ihr könnt auch eure Meinung sagen. Hier findet ihr das schwer, nicht schwer, also allgemein einfach alles. Ihr könnt mich sehr gerne auf Discord adden. Es wird beim nächsten Video, also das nächste Video wird auf jeden Fall sein, dass ich ein Speed-Auto-Clicker, also ein modifiziertes Tool, ein Speed-Auto-Clicker in C, also C++ programmiere. Das wird das nächste Video sein. Es kommen die Tage keine Videos, weil ich an das Game aktiv gearbeitet habe. Sorry nochmal deswegen. Und ja, das war jetzt so, sage ich mal, kurz das Infovideo. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen, könnt sehr gerne einen Kommentar da lassen. Und ja, könnt auch sehr gerne den Kanal abonnieren. Dann würde ich sagen, haut da rein und ciao, ciao.